Hallo und willkommen zurück zu Schöninjas Let's Plays und dem Spiel Voyager. Es gab einen richtig, richtig großen Patch mit ganz, ganz vielen Bugfixes und kleineren Veränderungen. Und genau, es gibt ein paar neue Game Mods, es gibt Wettereffekte, die Quality of Life Changes, weiß ich gerade nicht, was damit gemeint wird, und Improved Menü. Ich vermute, damit sind hier diese Optionen gemeint. Genau. So, dann wollen wir mal ins Spiel reingehen. Ich habe ja gerade einen Speedboost. Ach stimmt, ich hatte zuletzt... Hä? Der Droid ist neu. Meine Droids haben sich verändert. Wahrscheinlich war das auch einer von den Buggy-Sachen. Aber wenn ich gerade Dings habe, dann würde ich hier gerne mal abbauen. So, und ich habe gesehen, es gibt jetzt hier Zoom. Und man kann rauszoomen, was richtig geil ist. So, mir hatten ja noch zwei Sachen gefehlt, und zwar dieses Drachenei und dieser Dämonenschädel. Und jedes davon brauche ich zweimal. Und ich habe ihn bisher noch nicht einmal bekommen. Einmal, um eine Quest abzuschließen, die beide Items nämlich noch haben. Und einmal, um das in dieser Bibliothek abzugeben und dafür auch noch Items zu kriegen. So, dann wollen wir trotzdem mal gucken. Ich habe eine Einstellung, hatte ich schon reingenommen, und zwar die Item Notifications. Weil sonst hatte man hier immer die ganze Leiste voll mit den Items, die man kriegt. Und das war irgendwann nervig. Ich hätte auch eigentlich gerne den Sound von diesen Items ausgestellt, aber das geht leider nicht. So. Show Building AOE, das habe ich auch eingestellt auf nur wenn Building. Ja, und ich glaube, die sind hier auch noch neu, aber Erfahrung kriege ich jetzt eh nicht mehr, deswegen wird da eh nichts drüber gepoppt. Und diese Bouncing-Animation finde ich jetzt nicht weiter schlimm. So, ich wollte aber mal gucken, ob jetzt hier mit den NPCs... Okay, dieser Schriftbug ist immer noch da. Haben wir ein Item bekommen? Nee, leider nicht. Ich habe auch gesehen, es gibt... Ah, warte. Nichts von Bedeutung. Hast du ungewohnt, so weit weg zu sein? So, alle Gebäude sind doppelt so schnell. Und doppelte Items, sehr gut. Ja, ihnen kann ich leider noch nicht die Quest-Item geben. Hier war die andere. Ja, der Geist. So, ich habe aber auch gesehen, es gibt ein neues... Achso, wie ihr seht, ich habe, wie gesagt, offline die ganzen Karten ein bisschen aktualisiert und habe alle möglichen Lücken soweit erstmal rausgemacht, so wie ich rankam. Es war halt trotzdem noch super schwierig, den Zerstörer zu benutzen. Genau. Es sollte aber auch eigentlich noch ein neues Gebäude geben. So, die vier haben wir... Das da ist neu. So, war da noch was? Den Rest haben wir eigentlich schon. So, dann will ich doch mal gucken, was es hier gibt. Ah, hier kann man jetzt so Gegenstände machen. Ein Thron. 2 und 4. Also wie es scheint, kann ich die Fackel jetzt gar nicht mehr hier herstellen. Die geht jetzt nur noch hier. Blumentöpfe. Ein Zaun. Aber ein Zaun bringt eigentlich nichts. Das muss einfach nur kosmetische Effekte sein. Denn... Gegner spawnen ja eh überall. Das ist ja egal, wo dein Zaun ist oder nicht. So, es ist wieder da.
das meiste, was halt fehlt. Oder was heißt das meiste? Wir haben an sich ja alles. Es fehlen halt wirklich nur diese beiden Dinger. Und das hieß, die kriegt man übers Buddeln. Ich hatte ja vorher auch in jedem Gebiet Fischstellen. So, war wahrscheinlich nichts dabei. Nee. Nur die Dinger, die ich gekauft hatte. So, dann den Blumentopf. Okay, aber da kann ich ja nichts machen. Ich dachte vielleicht was anpflanzen, aber... Vielleicht kann ich hiermit interagieren. Da war auch gerade dieser Kopf. Jetzt ist er nicht dabei. Sind das immer andere Items? Ja. So, was haben wir noch? Den Thron können wir uns mal angucken. Damit irgendwas machen, sieht nicht danach aus. Ah, das ging ja richtig schnell gerade. Rein kosmetisch wahrscheinlich. Eine Straße kann man sogar bauen. Die Viecher, die ich am Anfang getötet habe. Aha, da kann man Items reinlegen. Ja, ansonsten gibt es auch wohl eine Sortierfunktion. Die gab es vorher auch nicht. Hätte einem tatsächlich auch ein paar Mal das Leben erleichtern können. Aber ja. Gab es leider noch nicht, als es rauskam. Boah, das kann doch nicht sein. Alle anderen Relikte habe ich schon so oft bekommen. Komm schon, ich möchte ein Drachenei haben. Und ich habe natürlich kein Drachenei bekommen. Schade, aber auch. Die ganzen Druiden. Ich brauche nur noch laufen.
Okay, aber es sind jetzt keine Items, die einen Wert für mich haben. So, aber dann können wir hier eigentlich auch wieder nichts weiter machen. Bei Skills sind nicht dazu gekommen. Heldentaten fehlt noch was. Ja, kann ich nicht machen. Dazu brauche ich die beiden Items. Okay, man könnte noch Pflanzen, Samen pflanzen und bewässern. Das habe ich tatsächlich noch gar nicht gesagt. 1 Million Münzen. Ich habe, glaube ich, 100 irgendwas. 150. 1000. Ohne Schaden zu erleiden. Das geht ja jetzt dann auch nicht mehr. Oder kann man die Bosse nochmal machen? Ich denke nicht. Erzeuge 2000 Münzen. Museum Archäologie, ja, das sind die beiden Pakete, die noch fehlen. Da brauche ich halt jeweils das eine Relikt. Jeden geheimen Raum, okay, da fehlt mir einer wahrscheinlich. Alle großen Schatztruhen, das kriege ich wahrscheinlich durch die Museumsdinger. Da gibt es ja immer eine große. Jedes Werkzeug und jede Waffe. 3 aktive Bomben gleichzeitig. Sammle jedes Siegel. Gut, das kriegt man, wenn man die anderen Sachen hat. Und dann für jede andere Heldentat. Aber jede Waffe und sowas, das sollte ich doch haben, oder? Ein Pfeil. Accessoires. Werkzeuge und Waffen. Habe ich doch aber alle. Es gibt doch nichts mehr, was ich da noch kaufen kann, was ich noch nicht habe. So, ist hier einer dabei, der mir vielleicht schon 2000 bringt? Der hat mir 3000 gebracht. Erschaffe 2000 Münzen. Ich hätte gedacht, dass es so gehen würde. Gut, dann ist das aber leider nicht so. Dann gehen wir hier mal raus. Der nächste Plan sind neue Bione, ein Hard Mode, neue Bosse und Gegner und irgendwie erhöhte Kampfschwierigkeit. Was ganz Neues ist, es gibt neben dem Classic-Mode, den wir gespielt haben, einen Speedrun-Modus. Da wird dann die Zeit gezählt, aber ich glaube, ansonsten ist es trotzdem so wie das hier. Da wüsste ich jetzt noch nicht den Unterschied. Und Single Island Challenge. Oh, okay, gleich mit Gegnern. Oh, und dann so viele. Den hatte ich auch so mal gestartet. Okay, jetzt zählt aber auch die Zeit, so wie es scheint. Ich hätte gedacht, dass der Baum mich schützt. Escape ist Menü öffnen, okay. Ofen bauen, da braucht Steine. War wahrscheinlich ganz knapp. So, aber ich frage mich, was Single Island Challenge bedeutet. Wird dann die Insel nur größer oder hat man keine andere Insel? Man muss wirklich alles hier schaffen. Das wäre ziemlich crazy. Aber jetzt hat man wenigstens schon mal einen besseren Überblick über die Skills. Dann weiß man auch schon, was man am ehesten machen soll und was nicht. So, ein Ofen. So, da nimmt er keinen Platz weg. Was brauchte man als nächstes? Die Schmiede, Eisenbarren und Ziegel. Ziegel braucht Kohle, Eisenbarren braucht Kohle. Kohle kam aber bisher noch nicht. Ich glaube, für Kohle musste man noch was skillen, ja. Glas, EP beim Gebäuden, Weizen, Rüben, Baumwolle, Wirtschaft. Lässt sich Feen finden.
Achso, ich muss ja auf meine Ausdauer achten. Ich bin so gewohnt, einfach machen zu können, was ich will, dass ich jetzt gar nicht auf meine Ausdauer geachtet hätte. Ich habe bei mir ja dann irgendwann Kohle bekommen. Aus den normalen... Ich bin noch ein Ei geben lassen vorher, aber... Nicht dran gedacht und dann war er auch schon tot. So, muss ich jetzt wirklich erstmal ein Level machen, um... War mir auch so ungewohnt, dass man alles einsammeln muss, ja. Ist echt lange her. Das Spiel kam ja, ich glaube, im April raus. Und ich habe es ja innerhalb von wenigen Tagen durchgespielt. Hat er ja fast am Stück aufgenommen. Ja, Wettereffekte sind auch neu. Aber ich weiß jetzt noch nicht, ob das irgendeinen Einfluss hat. So, noch eins und wir haben ein Level Up. Da ist Kohle. Da unten auch. Wir haben recht wenig. Recht wenig Sachen hier auf der Insel. Heftige Wolken. Ich hab gleich nichts mehr zum Abbauen. Die Blitze mich treffen können. So, Ziegel. Fasern und Ziegel. Beeren. Vor allem vergisst man schnell, wie langsam das Spiel am Anfang ja auch losging, ja. Hey, da war Kohle mit bei. So, für die Schmiede brauche ich von beiden 4. Dann fehlt mir auf jeden Fall 2 Kohle. Wir haben ja noch einen Skillpunkt. Fackeln brauche ich erstmal nicht. Gebäude kosten weniger Holz, ist auch nicht ganz so wichtig. Lederfrei. So, und jetzt Textilien und Öfen, genau. So, und es gibt hier tatsächlich keinen Button für neue Inselteile kaufen. Tja, dann wird das hier wahrscheinlich alles ein bisschen länger dauern. So, mehr kann ich jetzt erstmal nicht machen, weil keine Kohle da ist. Achso, Kohle kann ich aus Holz machen. Dann bauen wir die Schmiede noch. Holzkohle. Das ist auf jeden Fall nicht im Weg. Und jetzt nochmal 8 Eisenbarren. Oh, das würde jetzt ewig dauern. Gut, aber fürs Reingucken soll es erstmal reichen. Mehr sehe ich jetzt eh nicht, was ich hier noch so großartig machen könnte. Dann müssen wir wohl wieder auf den nächsten Content warten. Aber es hieß ja Sommer. Und wir haben ja jetzt schon Mitte Juni bald. Na gut, Anfang, Mitte.
Und, ui, Multiplayer-Update, Winter 2019. Ich bin gespannt, neue Länder und Items noch dazu. Na gut, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.